Palem, Palem und herzlich willkommen zur neuen Folge hier beim Landwirtschaftssimulator. Und ich sehe gerade, Motor aus und wir haben eine Auslastung von 11%. Gut, stufen wir jetzt mal so als Annäherungswert ab. Ja, in der Zwischenzeit ist nicht wirklich viel passiert. Ich habe tatsächlich einfach auf Pause gedrückt. Kann man ja auch machen. Ja, wir fahren jetzt erstmal zurück und... Ja, machen das auf dem Hof, was gemacht werden muss. Ne? In erster Linie, glaube ich, müssen wir jetzt füttern. Also das, was wir noch an Futter haben. Also im Prinzip ist das nicht mehr wirklich viel. Aber wir sind ja am Ernten. Wir sind ja am Ernten. Heißt im Umkehrschluss... Ja, wir müssen auch relativ zeitig losfahren mit dem Ladewagen und die ganze Schlotze aufnehmen. Im Übrigen, weiß einer von euch, was Schlotze ist? Kleiner Tipp, es ist was zu essen. Ja, wer mir das sagen kann, also ich weiß es natürlich, ja, sonst würde ich nicht fragen, ob ihr es wisst. ja, wer mir das beantworten kann, der hat Ahnung, möchte ich mal sagen. Kleiner Tipp, Alex, du darfst nicht antworten, du solltest das wissen, da hatten wir schon mal drüber geredet. Ja, Rabimmel, Rabammel, Rabum. Ja, theoretisch gesehen haben wir ja hier sogar noch einen Anhänger, ne? Warte mal, pass mal auf. Ja, komm, mach doch mal voll. In der Zwischenzeit können wir ja das andere Zeug machen, ne? Nehmen wir uns jetzt erstmal den... Ja, wir machen erstmal die Butterpaletten, lagern die dann ein. Ne, damit wir da schon mal so ein bisschen den Druck weg haben. Damit wir dann halt weitere Milch dann nachfüllen können, damit die Produktion weitergehen kann. Ne, muss ja auch sein. Tja, denk mal, das sollte völlig in Ordnung sein. War ich denn? Ja, egal, fahr mal so. Bist du noch auf... Jo, bist du? Oh, mal auf B gebamst. So, speichern natürlich, ganz klar. Jetzt gut eine Stunde Pause gemacht. So, wir müssen hier hin, genau so. Und ich nehme dann ganze 19 Paletten. Rabimmel, rabammel, rabum, bum, bum. So. Brauchen wir jetzt nicht wirklich verkaufen, ne? So, packt der das jetzt so? Oh, mag da. So. Sehr schön. Dann können wir den auch gleich hier hinten stehen lassen. Ja, den können wir hier wunderbar daneben packen. Ja, und ich denke mal, bis wir dann hier eine adäquate Menge drin haben, können wir dann auch wahrscheinlich uns einen LKW oder sowas holen. Passt schon. So, dann holen wir uns jetzt erstmal hier unser Milchfass, hätte ich jetzt fast gesagt. Damit wir Milch hin und her kutschieren, dann müssen wir Gülle auf jeden Fall hin und her kutschieren. Ja. Wobei, komm, wir bringen jetzt hier nochmal den Hänger im Weg. Ich denke mal, dann können wir für die Gülle uns auch einen vernünftigen Hänger holen. Ich würde mal sagen, es sollte ausreichen, wenn wir uns im Herbst dann das weitere Feld holen. Das sollte reichen. Definitiv. Bin ich felsenfest von überzeugt.
ich sag mal so Juli, August, September, Oktober, November. War ich denn? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dann ist das gar nicht so verkehrt, wenn wir jetzt noch mal Geld machen. Nee, wir holen das. Wir holen das Feld. Wir holen das Feld. Es macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, wenn wir uns jetzt hier irgendwie grob versuchen durchzurechnen. Nein, nein. Dann machen wir lieber das Feld. Da haben wir mehr von. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir echte Probleme hätten mit unseren 180 PS da. Ne. Ich glaube, wir brauchen da auch erst einen vernünftigen Schlepper, bevor wir dann 20 Kubik Fass von A nach B transportieren können, ne? Zumindest behaupte ich das mal. Glück gehabt. Heute schon wieder kippen. Ja, ich würde mir auch gerne einen Drehschemel holen, aber den kriegen wir da hinten so scheiße rein, ne? Ah, wir holen uns irgendwann noch eine Krampemulde. Definitiv. Und ja, ich weiß, Salat macht man normalerweise tatsächlich in Kartons. Aber wie oft soll man da fahren? Ist mir ernsthaft. Wie viele Paletten das wären? Nee, das lassen wir mal. So, jetzt lasst uns mal gucken. Ich möchte dieses Feld. Ja. So, Feld 34. 34. 34 ist hier. Kostet uns 2,9 am Tag. Pachten. Oh. So. Dann haben wir nämlich das schon mal. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, aber das ist doch jetzt so viel, da verbringen wir die nächsten Folgen. Nein, Leute. Wir haben genug zu tun. Glaubt mir. Ne, in der Zeit, wo wir Gülle von A nach B transportieren, ja. Geht das dann auch alles zeitgemäßig vorwärts? Außerdem können wir auch mal gucken. Ja, gut, hier ist jetzt tatsächlich nichts bei. Wir könnten jetzt hier Ballen pressen. Aber wir können es auch sein lassen. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn wir hier im normalen, also ohne Mais Plus, wenn wir Silage füttern könnten. Das wäre total toll. Und meinetwegen im gleichen Slider wie Heu. Das wäre mir ja scheißegal. Nur Silage könnten wir ein bisschen realistischer lagern. Fahrsilo und fertig, ne? Naja, gut. Es ist, wie es ist. So. Ah. Sieht das aus? Was brauchst du denn? Saatgut. Okay. Brauchen den hier. Ja, sagt gut, dann müssen wir mal gucken, dass das auch irgendwie vielleicht mal selber herstellen, ne? Dann. Aber ich glaube, da kriegen wir dann auch noch die Möglichkeit, weil
können im nächsten Jahr ja ohne weiteres hier auch Hafer anbauen oder sowas. Das geht ja. Möglichkeiten haben wir ja. Ich glaube nicht, dass wir beide Felder brauchen für Futter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Selbst wenn unsere Viecher dann jetzt bald kalben, ne? Sieht's denn da überhaupt aus? Die sind nächsten Monat dran, tatsächlich. Hat die noch nicht. Oh, gucken wir mal, was bei rumkommt, ne? Bin gespannt. Vor allem, warum ich jetzt Gülle fahre, weiß ich auch nicht. Wir müssen erstmal Milch machen. Erstmal Milch. Viel wichtiger. Naja, hat er hier ein bisschen was zu arbeiten, ne? Auch okay. Ah ja, es ist schön. Endlich flutscht es hier. Ja, das sind ja alle Sachen, die könnten wir automatisieren, aber dafür haben wir gar keine Geräte. Klar, wir können beim Unimod noch irgendwie was machen, aber den müssten die jetzt eigentlich auch schon. Ja, den müssen wir einmal mit dem Schwader losschicken. Das nützt ja nichts. Nützt ja alles nichts. Tanken müssen wir auch mal langsam. Weil ich da tatsächlich auch gerne irgendwie hier so was hinstellen würde. 1000. Würde ja eigentlich reichen, so einer, ne? Mal hier hinstellen. Stellen wir hier mal hin. So. Dann fahren wir nämlich damit dann auch los und holen uns was. Haben wir hier noch was drin? Ja, ich weiß, man kann, wir haben die Tankstelle, da können wir hinfahren, aber ganz ehrlich. Das ist doch nicht. Die 10.000. Komm. Wollen jetzt mal nicht päpstlicher sein als der Papst, ne? Wunderbar. Ich hoffe, das passt jetzt noch rein. Dann schon mal ein Problem. Ah, wird schon. Nee, müssen wir warten. Das war zu weit weg. Kommen, das ist in Ordnung. Also, das geht. Mal, machen wir jetzt hier. Oh. Immer eine Stunde für gebraucht. Gut. Aber machen wir jetzt erstmal Gülle, ne? Muss ja auch alles gemacht werden. Bin schon echt am Überlegen, ob wir hier die Bäume nicht noch wegnehmen.
ich meine, das muss ja nicht, erstens muss das ja nicht alles auf Mal sein, da können wir ja immer Baum für Baum machen. Und wir müssen ihn ja nicht auf einen Schlag komplett verwursten. Ne, aber dass wir dann einfach uns hier ein bisschen Platz schaffen. Das wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Zumindest da vorne. Neben dem Stall. Könnt ihr noch einen kleiner Stall nehmen. Also, oder nochmal so einer. So. Ah. Der fährt gut. Ich denke mal, wenn wir hiermit fertig sind, dann können wir auch nochmal ohne weiteres einen Hänger wegbringen von dem Salat, ne? Eisbergsalat. Irgendwie sowas wird das wohl sein. Ach ja. Ja, ich würde euch das hier auch nicht zeigen, wenn wir jetzt tatsächlich das nicht um überbrücken nehmen, machen könnten. So. Ich weiß, dass hier Gülle kutschieren ist echt stinkend langweilig, aber es gehört ja dazu. Ach. Lecker, lecker Wasser. Dann noch einer. Dann haben wir das auch schon wieder hinter uns. Und dann gönnen wir den... weiß ich nicht. Ah, ich glaube, das lassen wir nochmal mit dem Unimog losschicken. Wie ich Sinn machen tut das noch nicht. Da braucht er erst nochmal ein bisschen Vorlauf, ne? Ja, komm, dann lassen wir den hier erst fertig mähen. Der hat ja danach noch die andere... Und passt hier schon nichts mehr rein. Tatsache. Was denn? Dann lassen wir den da stehen. Machen wir in der Zwischenzeit einfach den Salat noch wegbringen. Und holen dann auf dem Rückweg noch Saatgut, ne? Was nachher kommt? Nö. Die auch. Gut. So, da wir dann eh zum Händler müssen, können wir dann auch nach vorne fahren. Um Landhandel. Ne? Fahren wir jetzt hier auf die Straße und dann ganz normal. Oh, quäl dich vor. Wobei ich überlege gerade, wenn Salat geerntet wird, kommt der ja auch in so eine Erntemaschine, ne? Da gibt es ja auch Maschinen für. Glaube ich, ähnlich der Rübenmaschinen sind. Irgendwie sowas, war ich der Meinung, habe ich da mal gesehen. Ich glaube, die werden auch erst im zweiten Gang, also wenn die dann quasi in der Halle angekommen sind, in Kartons verpackt, bin ich der Meinung. Irgendwie so war da mal was.
Oh, was bist du? Spinnerei. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Wo ist denn hier was? Opa, hinten, da müssen wir. Da wurde Ziel. Wenn wir da abkippen können, kippen wir da ab. Weil ich da, na, ich würde das schon gerne auch irgendwie arbeiten, ne? Aber erstmal wichtig. So, in der Zwischenzeit können wir dann schon mal. Komm mal hier, Saatgut, Saatgut. Achttausend, sechzehntausend, zwanzigtausend. Haben wir nämlich da auch schon wieder ein bisschen was. Müssen wir bei Gelegenheit nochmal Herbizid kaufen. Und dann denke ich, sieht das auch alles ganz gut aus. Ne? Ich muss mal gucken, für der Herbizid da, ob ich da nochmal irgendwie vernünftige Anhänger finde. Tisch. Ja, der würde gehen, aber da brauchen wir eine Dolly für und vor allem einen Rapper oder einen LKW halt. Aber warte mal, was haben wir denn hier? Was passendes? Der hat nix. Runner. Könnte man, glaube ich, was mit anstellen, ne? Nicht. AKL. L. Doom. Er hier würde gehen. 19.000, immerhin. Der einzige. Das ist mir zu teuer und sowas. Wenn ich ehrlich bin. Ah, ich guck mal durch die Mods durch, was da noch so gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich gehe mal da ganz stark von aus. Irgendwer wird so schlau gewesen sein. Sowas, so ein Hänger, das wird mir ja schon vollkommen reichen. Ja? Der einfach mehr Zeug schleppen kann. Meinetwegen so einer. Weil das hier so, ne, so mit festgebauter Deichsel, das wäre schon ganz. Oder so einer hier. Ja, auch reichen. Hätte ich nichts gegen. Da hole ich mir auch so ein IT-Radar. Na. Du guck mal. Da gibt es keine Tankdinger für. Bilden?
Er sieht nicht so aus. Eigentlich schade. Hier vielleicht drunter? Nee. Nee. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber nur 13.000. Hätten wir den Anhänger sowieso schon, dann hätte ich gesagt, ist okay. Aber der Anhänger steht ja überhaupt in keinem Verhältnis. Die 16.000 Liter, die würde ich mir ja noch gefallen lassen. Naja. Naja. Lassen wir das einfach mal so unkommentiert im Raum stehen, ne? Ja, natürlich, das Einfachste wäre, wenn wir uns da zu Hause irgendwo auf unserem Grundstück dann so einen Kaufspunkt hinsetzen. Aber das will ich ja gar nicht. So. Na, bevor uns ein Vogel reinkackt oder so. Oder noch schlimmer, bevor uns ein Vogel was rausholt. Muss ja auch nicht sein. Und jetzt mit Gefühl, ich will mich nicht auf die Seite legen. Bin mal gespannt, wie lange wir dann fürs andere Feld brauchen. Ich denke mal jetzt mit unserem eigentlichen Feld. Ob wir da schon fertig sind, weiß ich nicht. Habe ich das mal hochrechnet, werden wir fürs andere garantiert 3 Folgen brauchen. Stimmt. Aber da können wir dann ja auch langsam mal ins Auge fassen, dass wir da aufrüsten. Ich sag mal, wir können uns ohne weiteres vorübergehend erstmal ein zweites Mähwerk holen für vorne. Ich kann ja den Unimog losschicken, das ist ja gar kein Problem. Ja, dass man im Zweifel sagt, okay, komm, ihr macht jetzt beide auf dem Feld. Entweder machen wir darüber Crossplay die Einstellung oder wir machen einfach. Eine fängt rechts, andere fängt links an. Oder was weiß ich was. Ne, hier das Feld, das haben wir ja auch noch. Erstmal. Und daher sind wir da ganz gut aufgestellt, denke ich. So, haben wir hier schon mal
dort gut. So, ich mal. Jo. Mineraldinger können wir holen. Wasser können wir dann auffüllen. Oh. Läuft, läuft, läuft. Was wir natürlich machen können, ist, wir können ein bisschen Oliven, wir können auch Oliven anbauen. Können wir auch tun. Können wir unser eigenes Olivenöl machen. Guck mal, bei dieser viel Brauer nicht mehr. Ne? Oh, nicht mehr viel. So, letzte Amtshandlung jetzt für diese Folge. Da werden wir jetzt einfach noch mal ein bisschen Mineraldinger da reinknallen. Und dann springen wir in die nächste Folge. Ich werde dann in der Zwischenzeit mal gucken, dass ich mal so ein bisschen Wasser mache. Ja, so ein bisschen Wasser hier hin und her schubse. Also auch die Gülle packt man dann einfach da in den Speicher rein. Passt das. Ne, damit wir dann in der nächsten Folge uns den Schwader schon mal schnappen können. Ding mal, ist gar nicht so. Gut, dann sage ich einfach mal bis zur nächsten Folge, ne? Also, ciao!